Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, es geht weiter. Wieder mal Odyssey im Auftrag des Königs Invarant. Vor uns ein Panther und bestimmt da hinten noch mehrere oder sowas. Aber was mich interessiert ist, was das für ein Ort da hinten ist, der auf der Landkarte Pass heißt. Also Pass, nicht wahr? Den Puma, ich habe da glaube ich in der letzten Folge gesagt, ich mache das mal im Off. Natürlich wieder mal sehr nervenaufreibend. Aber ich werde ihn jetzt mal hier erstmal aus Demonstrationszwecken mal erzwingen, niederknien lassen. Okay. Ah, das kostet. Ah, shit. Knapp gewesen. Gut, das kostet natürlich, ist klar. Muss ich mich wieder dann aufraffen und was essen. Ach übrigens, ich habe meine Komplexschüssel, also meine Cappy, natürlich für die Folge und wahrscheinlich auch für die nächsten, abgesetzt, weil das letztes Mal war das so schwitzig. Dafür habe ich mein Mikrofon hier an den Bügel meiner Brille geklipst. Okay, ich melde mich. Hier ist nichts mehr. Also keine Items zum Aufheben. Nur noch ein paar Panther, die ich hier so mal mit dem Schwedge oder mit dem schwarzen Degen mal niedergestreckt habe. Ja, hier gibt es wieder so ein paar Ruinchen. Vielleicht gibt es hier ein paar Sächelchen. Und dann bin ich mal gespannt, was das für weiße Zelte sind. Könnten Assassinenzelte sein. Weil die von Wüstenräubern, die waren ja schwarz. Also, oder von den Nomaden besser gesagt. Weil ich jetzt, glaube ich, der Annahme bin, um das Spiel jetzt mal so ein bisschen zu verstehen. Oh, was haben wir hier? Dass die Nomaden waren, die Schwatten. Also die mit der Schwattengeschichte. Was kann ich denn hier machen? Oh, lecker Lamm. Gleich zwei Stück? Ey, das ist ja nobel. Okay, ah, mir wird heiß. Wann haben wir hier? Ein Kochlöffel. Ah, ich kann wieder Suppen kochen. Das ist cool. Mal gucken. So weit. Ist da einer drin? Oh mein Gott, speichern. So, ich glaube, ich komme hier nicht rein. Bestimmt nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, logisch. Was kann ich denn hier am Kessel machen? Suppen kochen. Muss ich ja mal machen. Was kann ich denn alles machen? Albins Fischsuppe, die bringt überhaupt nichts. Borschtsuppe, Schinkensuppe, Krafflersuppe, Brotsuppe. So kann ich denn nicht mehr machen. Was gab's denn hier? Schinkensuppe war lecker, ne? Okay, dann koche ich mir jetzt mal ein paar Suppen. Also überspringe das dann. So, alle Suppen gekocht, die ich kochen konnte, habe ich jetzt auch gemacht. Und bevor ich... Na? Ja. Bevor ich jemanden unter den Augen trete... Sag mal, regnet's in der Wüste? Glaub's ja jetzt nicht. Leute, ein erfrischender Regen. In der Wüste. Hammer. Super klasse. Ja, dann können wir ja... Ach, hier ist ein Turm. Lasst mich raten, liebes Team. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtig. Okay. Leuchtet? Warum? Wahrscheinlich innen drin eine Lampe ist. Da jemand? Da ist einer. Ein Assassine. Mhm, sprechen wir doch mal an. Hey du. Wie ist die Lage? Belia sei Dank. Zurzeit sind unsere Karawanen von den Nomaden einigermaßen sicher. Aber wie lange? Mhm. Kann man durch den Pass? Ja, das ist ja der Pass. Der Regen hat aufgehört. Nein, der Pass nach Ishtar bleibt für jedermann geschlossen. Nur wer von Tartaron den Schlüssel bekommen hat, kann durch den Pass. Warum wurde der Pass gesperrt? Das geschah auf Tartarons Befehl. Aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Hm. Okay. Wie komme ich nach Uga? Wie komme ich nach Uga? Du findest die Stadt Uga auf der anderen Seite dieses Bergplateaus. Es gibt daher zwei Wege, die man benutzen kann. Und welchen von den beiden empfiehlst du mir? Nun, beide Wege sind in etwa gleich lang. Aber die Gefahren sind unterschiedlich. Der Weg auf der linken Seite ist bis zu der Schlucht, die kurz vor Uga beginnt.
Ziemlich ungefährlich, würde ich sagen. Dann aber wirst du sehr wahrscheinlich mit den Wüstenräubern zu tun bekommen, die den Ein- und Ausgang zu der Schlucht besetzt halten. Der Weg auf der rechten Seite ist hingegen aufgrund der Wüstengeister und vielen wilden Tieren sehr gefährlich. Auf halbem Weg wirst du zum Belia-Turm kommen. Das ist ein großer Wachturm, den unsere Krieger besetzt haben. Dann musst du zu einer Schlucht, die dich zur großen Oase führen wird. Dahinter findest du dann die Stadt. Alles klar. Alles sowas von klar. Wer hat hier das Kommando? Unser Kommandant hier am Pass heißt Kabir. Du findest ihn meist vorne am Tor sitzen. Doch unser oberster Befehlshaber ist der Schwarzmagier Tartaron, der über die Stadt Uga herrscht. Okay, da hat mal was gefehlt. Kann passieren. Bei 46.000 Dateien. Ja, hier ist ja ein Tor. Wo ist denn jetzt der? Hallo. Eine Tür. Die Musik ist auch alle. Was haben wir denn hier? Ein Wolfsfeld. Nehme ich mal mit. Dann haben wir hier noch unheimlich viele Items zu looten. Alter Schwede. Und die Mucke ist leider wieder aus. Und Pfanne. Da sollte ich mal ein bisschen was braten, denke ich mal. 50 Stücke Fleischbraten. Lecker. Geschnetzeltes. Nee, ich lasse noch mal ein paar Rohe da. Könnte ich eigentlich wieder zurück zur Suppenkochen gehen und mir Fleischsuppe koche. Aber erstmal gucken. What is the time? 5.03 Uhr. Ja, jetzt, wie hieß der nochmal? Adamir? Auf einem Schleitenschlag im Benzinaturm, Pass von Ishtar, Schlange Krieger. Malik ist bereit. Achso, das ist das, sorry. Okay, da wurde nichts eingetragen. Wer bist du dann? Du bist ein Elite-Assassine. Oh, da sind überall welche am Pennen. Noch ein Elite-Assassine. Ah, Kabir, da ist er. Kabir. Oh, was sprich, ist los? Sprich mit mir. Bist du der Kommandant hier? Ja, hier am Pass hast du dich an mich zu wenden. Mein Name ist Kabir. Was willst du? Ich bin fremd hier. Ich würde dir daher gerne einige Fragen stellen. So, na mal sehen. Was also willst du wissen? Teleportrune. Erstmal fahren. Was gibt es hier für Orte auf dieser Seite des Passes? Nun, du findest hier zunächst einmal drei Städte. Die erste Stadt ist die Festung Amarna. Sie ist hier ganz in der Nähe. Amarna ist für die Sicherheit hier am Pass zuständig. Daher kommt auch ein Großteil meiner Leute aus dieser Festung. Dann gibt es unten im Tal die Stadt Ashtar. Dieser Ort war vor dem Krieg mit Myrtana wegen seines Belia-Tempels sehr berühmt. Heute ist Ashtar lediglich ein Treffpunkt von Jägern und Artefaktsammlern. Des Weiteren gibt es hier die große Handelsstadt Uga, wo der große Tartaron residiert. Dort kann man fast alles an Waren bekommen, was es auch in Ishtar, Bakaresh oder Morasul gibt. Dort solltest du mal unbedingt gewesen sein. Uga liegt hier oben, auf der anderen Seite des Bergplateaus. Tja, und zu guter Letzt gibt es hier oben noch einen militärischen Posten, der den Handelsweg zum Tal von Ashtar kontrolliert. Das ist der Belia-Turm, der von Malik kommandiert wird. Dort gibt es aber nicht viel zu sehen. Höchstens ein paar Nomaden, die dort im Gefängnis schmachten. Ein paar? War doch nur ein Gefangener, von dem die Rede war. Wie komme ich nach Uga? Uga, Uga. Amara. Okay, er kann mir sagen, wie es denn wohin geht. Ich werde allerdings erst nochmal speichern, weil ich an seine Teleport-Rune ran möchte. Oh. Ja, ist gut. Versuchen. Ja. Teleport zum Pass von Ishtar erhalten. Das ist gut. Uga, Belia-Turm. Ja, ich weiß, wo die alle sind, aber wie komme ich nach Amarna? Wie komme ich nach Amarna? Nach Amarna? Hä? Du willst dich doch wohl nicht über mich lustig machen, oder? Nein, wieso? Wie kommst du darauf? Weil die Festung Amarna nicht weit von hier ist. Deshalb halte dich von hier aus links und du läufst geradewegs auf Amarna zu. Ich glaube aber nicht, dass man dich da ohne weiteres reinlassen wird. Warum? Wieso glaubst du das? Weil Amarna eine reine Festungsstadt ist. Da kommt nicht jeder rein, kapiert?
Nur wer von Zuben und Tartaren empfohlen wurde, lässt man in die Stadt. Zuben. Also brauchen wir erstmal gar nicht dahin. Ich bin auf dem Weg nach der Stadt Ashdod. Kannst du mir sagen, wie ich dahin komme? Ja, das kann ich. Das Tal Ashdod liegt unten in der Ebene. Die Stadt aber ist in einem kleinen Seitental versteckt. Folge einem der beiden Passwege hinunter in das Tal. Da der Passweg links von hier wahrscheinlich von Nomaden besetzt ist, empfehle ich dir, den Passweg auf der rechten Seite zu nehmen. Er liegt in der Nähe vom Beliaturm, einem alten Wachturm. Bist du unten in der Ebene angekommen, wendest du dich rechts. Halte dich nah an den Felswänden. Irgendwann stößt du auf den Eingang einer Höhle. Diese führt dich in das kleine Seitental, in dem Ashdod liegt. Komme ich Kannst du nicht mir vielleicht durch? auch jemanden nennen, an den ich mich in Ashdod wenden kann? Nun, am besten wendest du dich dort an den Schwarzmagier Almansor. Er ist der Gebieter von Ashdod. Okay, wie komme ich nach Uga? Ja, kann man durch den Pass? Kann man durch Nee, den Pass? kann man ja nicht. Nein, kann man nicht. Oder hast du Oder hast du etwa etwa den den Schlüssel? Schlüssel? Welchen Schlüssel? Na, eben den Schlüssel, um das Tor zum Pass zu öffnen. Den Ich kriegen wir sehe ja aber kein nur. Schloss an diesem Tor. Wo bitte schön verwendet man diesen Schlüssel? Es ist eben ein ganz besonderer Schlüssel, der kein Schloss am Tor benötigt. Aber ich sehe schon, du hast keine Ahnung. Tja, sieht wohl so aus. Tagtauern, der Herr von Uga, gibt nur ganz besonderen Boten diesen Schlüssel. Und wie kommt man sonst nach Ishtar und in das übrige Warant? Na, über das Meer. Geh zur Küste, nimm ein Boot und segle los. Na toll, hätte ich mir auch denken können. Eben. Ja, warum wurde der Pass wieder schon gesperrt? Warum wurde der Pass eigentlich gesperrt? Warum willst du das wissen? Aus purer Neugier. Na schön. Tartan will keine Fremden hier haben, weil diese vielleicht für den Feind spionieren könnten. Wieso? Hat Tartoron etwa geheime Pläne? Anscheinend, aber genaueres weiß keiner. Sie müssen aber mit dem Erscheinen der Orks in Verbindung stehen. Was wollen die Orks in Warant? Sie suchen mächtige Artefakte des alten Volkes. Und wo findet man welche hier im Tal von Ashdod? Die alte Pyramide von Tadmor birgt noch manche Geheimnisse. Dort jedenfalls werden die Orks suchen. Das haben wir ja gemacht, ne? So, Beliaturm ist klar, weiß ich, da war ich ja schon. So. Wie komme ich nach Uga? Na, Uga? Das können dir genauso gut meine Leute sagen. Also frage sie und störe mich nicht länger. Ach ja. Okay. Die große Frage ist, was machen, wenn ich hier nicht weiterkomme? Naja, auf jeden Fall erstmal gucken, wie spät wir es haben. Oder 6:30 Uhr, noch eine halbe Stunde, bevor hier die. Oh, jetzt kommen wieder. Diese geile Mucke. Ich echt gut gemacht. So, dann gehen wir erstmal Hallo ins Bett. So. Von hier aus rein, man kann. Okay, jetzt ist es wieder dunkel für uns alle. Und auch wieder diese mysteriöse Musik. Gibt es denn hier noch einen mit Namen? Und überhaupt habe ich einen. Nö. Bei Kane, an der Küste von der Stadt Geheimzone. Ja, Goa zu. Wo war der nochmal? In Ashdod. Ja, Ashdod hat mir ja jemand erklärt. Der gute Alain. Dass das auch allgemein Ashdod genannt wird. Die Küste von Patara. Verstehe es nicht. Okay, die haben ja noch nicht mal irgendwelche. Waren in den Zelten. Waren die in den Zelten, die Waren? Nee. Waren überhaupt gar keine da. Ach ja. So, noch wer hier? Nein, nur Betten. Vielleicht. Guckt da wieder einer. Und auch nur als Kavier, der sitzt hier. Also, hier gibt es keinen Schlüssel für, wie wir eben gehört haben, sondern wahrscheinlich einen Zauberspruch. Ich vermute das nur. Wenn wir schon hier bei 1001 Nacht sind in Warant, dann könnte es wirklich ein Zauberspruch sein. Nach dem Motto: Sesambrot, öffne dich oder wie das heißt. Wer bist du denn? Ah, oh, endlich mal einer mit einem Namen. Hey du,
Dora. Hallo, ich bin... Was willst du? Ich habe keine Lust, mit jedem zu quatschen. Ich wollte nur einige Auskünfte. Dann geh zu den Kriegern, wenn du was wissen willst. Und wenn die dir nicht weiterhelfen können, dann frag Kabir. Kabir? Wer ist das? Kabir ist der Boss hier am Pass. Er bekommt seine Befehle direkt von Tartaron. Wer bist du? Warum willst du das wissen, hä? Na, sagen wir mal, weil du so freundlich und sympathisch bist. Hey, du willst mich doch nicht auf den Arm nehmen, oder? Würde mir nicht im Traum einfallen. Da hast du noch mal Glück gehabt, Bursche. Bis jetzt habe ich es noch mit jedem aufgenommen. Sagst du mir jetzt endlich, wer du bist? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Mein Name ist Sorab. Früher gehörte ich zu den Sklavenjägern von Amana. Das ist der Ort, der dem Pass am nächsten liegt. Doch jetzt bin ich für die Verpflegung der Truppe hier am Pass zuständig. Du bist also jetzt ein Händler. Ich ein Händler? Nein. Wie kommst du darauf? Ich kaufe oder verkaufe überhaupt nichts. Die Sache läuft ganz anders. Hassan, der Kommandant der Krieger in Amana, kauft die Waren von Karin. Das ist der einzige Händler, bei dem man in Amana Lebensmittel bekommt. Hassan lässt die Sachen dann mir zukommen, damit ich sie in meinem Lagerhaus aufbewahre. Ich bereite die Speisen zu und verteile sie dann täglich an die Männer. Das ist alles. Ach so, du bist hier also nur der Koch? Ja, der bin ich. Hast du vielleicht was dagegen? Ich? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Na, wie wär's? Hast du für mich vielleicht einen Teller Suppe übrig? Nichts da. Hassan würde mir den Kopf abreißen, wenn ich jeden Landstreicher hier mit durchfüttern würde. Hau bloß ab! Okay, ich werde mich mal woanders hinstellen. Warte mal. Eins aber verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht, hä? Wieso wird ein ehemaliger Sklavenjäger Koch? Scheint mir irgendwie ein Abstieg zu sein. Abstieg? Ich gebe dir gleich Abstieg. Werd hier bloß nicht frech. Jetzt spiel dich hier bloß nicht auf. Also, was war der Grund für deinen Berufsausstieg? Gewissensbisse, eine tiefe Sinnkrise? Oder ging dir einfach die Puste aus, wenn du hinter deinen Sklaven hergerannt bist? Gewissensbisse, Sinnkrise, Puste aus? Hau bloß ab, wenn du den nächsten Tag noch erleben willst. Na komm schon, was war der Grund? Das geht dich überhaupt nichts an. Verstanden? Na schön, wie du willst. Vielleicht hätte ich dir ja helfen können. Du würdest mir wirklich helfen? Ja, oder sagen wir mal besser, je nachdem. Also, was ist passiert? Ich wurde ganz gewaltig unter den Tisch gezogen. Unter? Diese verdammten Kerle. Wenn ich die erwische, dann... Wen meinst du? Sadik und Hulan, diese Mistkerle. Sie sind Sklavenhändler in Amana. Lange Zeit waren wir Partner gewesen. Doch während ich die ganze Arbeit erledigte, haben die mich um meinen Anteil geprellt. Mehr als 1000 Goldstücke habe ich von diesen erbärmlichen Betrügern zu bekommen. Aber eines Tages werde ich mir mein Gold wiederholen. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, oder ich hole es, wa? Ja. Nicht nötig. Ich werde dir dein Gold wieder beschaffen. Was? Das würdest du wirklich für mich tun? Klar. Für eine kleine Provision, versteht sich. Sagen wir 20%? Was? 200 Goldstücke? Ist das nicht ein bisschen viel? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Der Job wird wohl nicht gerade ungefährlich sein. Na gut, abgemacht. Bring mir mein Gold, dann sollst du deine Belohnung bekommen. Nö. Mach ich nicht. Na? Alles klar? Solange du mir nicht mit blöden Sprüchen kommst, ja. Und jetzt verschwinde, bevor mir die Galle hochkommt. Könnte ich ihm mir das Gold geben? Speichere erstmal ab und gucke erstmal, was im Logbuch steht. Da heißt es Sorabs Haus und Sorabs Gold. Sorabs Haus. Scheint in seinem Haus jede Menge Lebensmittel gebunkert zu haben. Ich sollte aber daher noch warten, bevor ich ihm seine Habseligkeiten erleichtere, da ich so lange noch nicht in Ashdod gewesen bin. Nicht weiß, ob Sorab für mich noch wichtig werden wird. Aha. Das Zeug kann ich mir auch holen, wenn ich im Tempel von Ashdod war. Also, das heißt also, Vorsicht, noch nichts rausholen. So, Sklavenhändler Sadik und Hulam. Das sind also die Leute, mit denen ich mir ein Hündchen rupfen muss oder so, ne? Da sprach, ja. Das heißt also,
gucken wir uns weiter um. Ach so, Moment mal, das ist sein Haus. Da komme ich ja eh nicht rein. Also. So, jetzt haben wir hier wieder Doppelhandweiser. Nach Amana und nach Uga Uga. Uga Uga, Bala Bala, Peng Peng. Ja, ja. Ja, da haben wir wieder was Lustiges. Und zwar ein Wüstenfeuerwehr. Na, das ist doch wieder Umkleide. Würde ich das Ganze. Und da hinten ist noch was. Oder ist da? Nee, das ist Baumzeug. Wow, fett. Fett. Jetzt macht er wieder diesen Riesen. Und ich gehe kaputt. Nee, nicht ganz. Sorry. Dann wollen wir mal. Ja, was gegessen. Und da unten ist noch ein Wüstenfeuerwehr-Range. Geht's irgendwie runter. Der hat ja gesagt, schwieriger Weg, blöder Weg. Was sind das? Ratten. So. Mal wo der andere Feuerwehrmann ist. Der müsste doch hier irgendwo rein. Da ist er. Ja, das sind. Ach so. Das sind mehrere. Alter, nein. Kam der denn hier? War das der hier oder wieder was? Muss der wohl gewesen sein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das war echt ein Schock vom Moment für mich. So, ansonsten keiner hier in der Nähe. Jesus Christ sake. Na los, komm mal hoch. Ja, jetzt haben wir wieder Kombos. Okay. Okay, läuft. Die Kombos, also meine Kurzfunktion, also Kurzschlag-Kombos. Dann könnte ich mit bei ihm auch Glück haben. Ach, da sind ja noch mehr. Ach ja, das sind die, die ich von unten gesehen habe. Gott. Oh, es ist komisch. Manchmal läuft da, manchmal rennt da nicht. Na komm her. Discover me. Ach, der hat mich da noch ein bisschen genatzt. Schauen wir mal, wie weit es bringt. Was bringt, wenn ich ihn hier mit dem Pfeil. Oh, das ist natürlich scheiße. Das war aber knapp. Aber ein bisschen hat er mich noch gelenkt. Da hinten ist noch einer. Da ist was. Die Höhle, von der er gesprochen hat. Okay, erstmal speichern. Oh, hoffentlich habe ich hier bessere Crit. Nee, sieht nicht gut aus. Ganz schlecht. Oh doch, ging. Das ging so einigermaßen. Mal hier mal einen Überblick zu kriegen. Also ich möchte nie in der Wüste festhängen. Niemals. Ich bin auch überhaupt nicht der Hitzemensch. Ich bin mehr so der Alpine. Ach, das ist nur ein Dings, ein Seitenweg. So der alpine Mensch. So mehr so, naja, Berge, Wälder. Aber keine. Da oben hängt wieder was. Eine Wüste. Boah, alter Schwede. Speichern? Ja. Weg haben. So viele Sandgolems. Aber ich habe da noch irgendwo anders was gesehen. Dann gehen wir als erstes hin. Da werden das Wüstenratten sein. Wo waren die nochmal? Weiß das. Da war irgendwie was. Und zwar müsste das hier in dem Bereich sein. So.
Ja, genau. Ah, schade, das. Ich musste meine Sichtweise ein bisschen einengen. Das sind doch alle süßen Ratten, oder? Ja. Ah, super. Oh, jetzt werden die alle gleich. Ach so. Das ist gut. Futter, Leute. Boah, das geht ja easy. Ah, trotzdem. Wieso treffe ich keinen? Nee, das dauert mir zu lange. Naja, ich weiß. Okay, war's das? Oh, ich muss meinen Ring wieder annehmen. Oh, und ich bin nicht gut in konstitutioneller Verfassung. Ah, dafür gibt es Fleisch. Sehr schön. Mal looten hier. Da ist nicht zu holen. So, noch die drei hier. Okay. Soll ich jetzt hier weitergehen oder da oben hoch? Bin Neugier. Nicht zu holen. Ja, die Hitze, Leute, die Hitze. Macht mich ein bisschen träge. Wie schon gesagt, ich bin nicht so der Hitzemensch. Also Sandstrand, Sonne, Palmen, naja, würde ich mal machen wollen. Aber es ist kein Dauerzustand. Mache ich nicht gerne. So, wo geht's denn hier hin? Auf einem anderen Plateau. Also ich kann mir in meinem Kopf, in meinem Hirn keine Landkarte aufbauen. Deswegen haben wir ja eine, auf die wir gucken können. Und wir befinden uns... Das ist etwas zu hell hier. Ach, da. Also am unteren Rand, fast in der Mitte der Karte. Ja. Schön. Nur nichts zu sehen. So, jetzt haben wir hier so lustige Steintürme. Und das ist aber kein Panther, ne? Das ist ein... Eine Löwin. Oha, eine Löwin. Warum? Hat sie Kinder da? Sorry. Dieser Bing. Man das nicht... Ich glaube, das geht engine-technisch nicht zu ändern. Habe ich das Gefühl. Man das eventuell mal beheben könnte. Das gibt es ja noch mehrere Löwinnen. So. Ja, komm erstmal so langsam an mich ran. Oha. Nicht gut. Oh, ja, sind das viele Löwen da hinten. Wenn noch ein Prankenhieb, dann bin ich hin. Geschafft. Gibt's auch Löwenfell für. Da geht sie hin, meine letzte mittlere Wundheilung. Boah. Das ist wieder ein Panther. Gefährlicher oder bequemlicher? Welcher Weg? Ich weiß auch gar nicht, welchen Weg er meinte. So, erstmal hier die Ecke angucken. Geht's hier einmal rum? Weil Händler wäre nicht schlecht. Okay, da geht's wieder hoch. Also ist... Ist das hier... Vergebliche Mühe. Ach Leute, Höhle. Also schwitzen. Nicht schön. Was gibt's denn hier? Fahren wir hier. Da sind meine Blutspuren noch. Der Panther. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ah, wir kommen nach Aramea. Quatsch. Okay, der steht so schön an der Felswand. Da könnte ich eventuell noch...
Ja, das könnte klappen, ohne eventuell Katze abzubekommen. Das wollen wir doch mal sehen. Obwohl, wenn er zurück kann, dann ist Mist. Glück gehabt. So, oh ja, Feuergolem. Mhm. Das ist unzweifelhaft ein Feuergolem. Dann gucken wir mal. Haben wir noch irgendwelche Eissprüche? Super blöd. Eiswelle, Feuergolem mit Eiswelle. Ich habe 3 Eiswellen, ne? Und eine Eislanze. Was ist das? Ein Eispfeil. 7 Eispfeile? Eispfeile? Ja, ich habe doch sowieso noch irgendwo andere Pfeile gehabt. Stopp. Sprengstoffpfeil, geschärfter Pfeil, Eispfeil, 4. 7. Ich werde einfach mal meinen Bogen da mit Eispfeilen bespannen, damit die auch mal weg sind. Und mal probieren, ob das funktioniert. Ja, und die Golem-Schutzrüstung angezogen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Feuergolem ein bisschen mit unseren Eispfeilen beeindrucken können. So, damit das richtig sitzt. Nö. Okay, das war's dann. Ehrlichst. Mal gucken. Mal ein bisschen hier durch die Gegend verwirren. Da steht ja noch einer. Oh Mann. Oh Leute. Schnell agieren. Wo ist das Vieh hier? Gut. Ich hab Glück. Na, wo bist du? Da bist du. Ah, klappt's. Mit Knüppel aus dem Sack läuft's doch. So, dann werde ich den da hinten auch nochmal eben erledigen. Speichern. Jo, würde ich sagen. Auf ihm mit Gebrüll. Das ist ja easy. Okay, auch dieser Feuergolem ist erledigt. Ich gucke auf die Zeit. Wir sind ein bisschen drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Abo und ein Kommentar. Danke euch. Ciao.